Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Project X, wieder mit dem Commander 2013. Und wir haben ja unser Solarpanel. Wuhu, da lädt unser Jetpack ganz langsam auf. Also wirklich ganz langsam. Bauxit wird auch schon schön meservoiert. Nach der Meservierter. letzten Aufnahme hast du noch gesagt, das lädt sich ja ganz schnell auf. Ja. Es kommen ziemlich viele EU-Perdick auf einmal rein. Also wenn du die Ja, hintere ich Zahl würde nur sagen, anschaust. es kommt genau ein EU-Perdict auf einmal rein. Ja, so circa. Naja, ich mache mir von meinem Power Armor noch schnell so ein Solarpanel. Kostet ja nichts. Scheiben habe ich noch und Lapis habe ich auch. So. Weißt du was? Nur weil es mir gerade Spaß macht, nehme ich mir jetzt Wenn ein einfach mal einen Solarpanel Lappen. so einfach wäre. So. Ja, das wäre cool. Aber vielleicht dann doch noch Hier mit ist. Obsidian in der Mitte, weil sonst wäre es Ach, wieder steht noch zu. zwei Control Circuits. Komme ich auch nicht her. Zwei von denen, Kaktus, Glowstone. Und ein Kaktus nehme ich direkt frisch geerntet. Ja, ich weiß, ich hätte es besser planen können, und zwar hätte ich gehen können, nachdem wir die letzte Aufnahme gewendet hatten. Aber ich muss gerade auf Klo, also entschuldige mich. Ja. Kannst du gehen. Ich habe ja schon in meinem Interview gesagt, ich bin völlig verplant. Damit muss man halt leben, wenn man mich mag. Jo. Oder Ich wenn man mag mich dich eh mag, nicht. das Forever alone. Okay, bis gleich. Okay. Ich mach weiter. Sonst bin ich wieder Alleinunterhalter. Zwei Glowstone. Brauchen wir. So, das kommt hier hinein. Ja, no one likes you. Dann Redstone haben wir schon. Wirings. Brauchen wir noch einmal auch. Das heißt. Oder noch irgendwas gebrannt? Ich glaube nicht. Doch, wohl noch irgendwas. Das hier. Das hier. Stimmt, ein Kaktus. Verplant bin ich auch manchmal. So. Und jetzt haben wir ein Solarpanel. Den hier. Yay. Unser. Im Tag produziert er 100 von diesen Dingern. Ja, keine Ahnung, was für Einheiten sind. Joules anscheinend. Oder sowas. Na, auf jeden Fall, was ich mir noch gern machen würde, ist auch ein Hologrammemitter und noch ein Circuit Control Board Zeug. Deswegen brauchen wir noch zwei von dem. Noch mehr Gold. Musst du denn nicht aufs Klo? Ja, ich bin natürlich schlau. Ich bin gerade wiedergekommen, aber hatte mich natürlich mal nicht entmutet. Aha. Ist ja schön zu wissen. Ja, das ist halt so. So, zwei Gold. Schmelzen nach dem Kaktus. Und unser Solarpanel ist schon bald halb voll. Und ich werde von meinem Vater angerufen, nur. Ich habe jetzt gerade nicht wirklich Zeit. Ruft er nicht bei Skype an? Nein, im Handy. Dachte ich schon. Naja, ich lasse es einfach so, als wäre ich nicht da. Oder er würde es nicht hören. So, Glowstone noch ein Stück. Sollten wir mal auch wieder was holen, weil da haben wir, glaube ich, nicht mehr allzu viel. Ja, doch. Geht noch. Noch Glowstone und Wyvern und so, das ganze Zeug. So. Noch so eins und was wollte ich machen? Hologramm-Emitter. Also entweder wir machen ja dieses Rezept mit ein paar Luminatoren. Und ein bisschen Zeug, was ich nicht brauche, oder? Mit noch mehr Illuminati. Kaktus. Ah, oh, wie viel Kaktus man für diese Rezepte braucht. Ah, das ist so geil. Ich habe noch von unserem Sommerurlaub auf Malta. Da haben wir eine Prickly Pierce Jam gekauft. Weißt du, was ist? Nee. Ich kenne den Prick. fast in Schottland. Wieso machst du das da? Keine Ahnung, weil es Spaß macht. Keine Ahnung, wieso, aber es macht Spaß. Pulverreiser Aber. daneben machst du automatisch. Ja, egal. Ja, aber ganz im Ernst, Schottland sprechen, die sozusagen nicht ganz so, aber es hört sich ähnlich an, wie wenn ein Deutscher nicht richtig bis TH auswissen kann. Ich spreche auch immer so leicht S-mäßig.
Rosen. War zumindest mein Eindruck so aus den Jugendherbergen, aber da waren sowieso die meisten Deutsche, also. Ja. Okay. Also wir haben schon, also wir haben da sehr viele Leute gesehen, halt, ja, die wenigsten waren so wirklich Deutsche. Naja, unsere, sozusagen, die uns das Ganze gezeigt hat und so, das war eine Deutsche. War auch ziemlich witzig irgendwie. Also die lebt irgendwie seit 20 Jahren dort und macht nichts anderes, als da die Leute einzuweisen. Circa. Einzuweisen in was denn? In die Gefängniszelle? Ja, so circa. Weiring, Glas. Ich brauche noch mehr Glas. Ich brauch Glas. Gebt ihm Glas. Und ihr werdet belohnt mit Math. Nein, warte, das war nicht. So. Holen wir kurz Sand. Kann daraus Glas machen. So, 3 Stück. Es genügt schon. So, was brauchst du denn noch? Keine Ahnung, was ich noch brauche. Soll ich dir mal noch ein paar mehr Silicon-Cells machen, indem ich... Ja, kannst du machen, wenn du willst. Indem ich... Warte, lass mich kurz nachdenken. Ein bisschen Clay farme. Ach nee, warte mal. Clay, das kriegt man sowieso nur mit Clay kommt. Also, ja, okay. Hat sich gerade erledigt. Na, kriegen das nicht auch, wenn Clay irgendwie einen Pulverweiser gibt? Ja, guck halt in den Rezepten nach von Clay, das... Also bei mir sieht's nur mit dem Clay ein Pulverweiser. Ja, echt? Oder ein Meserator, ja. Ein Clay-Block wird zu 2 Clay-Dust. Oh. Bei ja, mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... So, dann werde ich dir jetzt erstmal ein paar Silicon-Cells besorgen. Gut. Habe ich schon mal vorgesorgt für die Zukunft. Vorsorgen ist immer wichtig. Deswegen kauft ihr jetzt um 100 Euro pro Tag eine Lebensversicherung. Schließt es jetzt sofort ab und erhalte noch ein iPhone 5C gratis. Wieso bist du gegangen? Hallo? Hallo? Hallöchen? Bist du noch da? Anscheinend nicht. Gut. Interessant, er ist weg, anscheinend. Ich weiß nicht wieso. So, wir haben einen Hologramm-Emitter. Das heißt, wir machen unseren Night Vision-Dingensens. Bam. Jetzt haben wir es immer hell, egal wo und wie dunkel es eigentlich ist. Normalerweise. Also wenn wir da irgendwo. Nein, Chat. Ah, ich habe kein Jetpack hier. Verdammt. Oh, und wieder ganz oldschool hinauf schwimmen. Oder ich gehe über die Treppe. Gibt's irgendwie schneller. So, ich glaube, ich mache einen kurzen... Ah, ist er da? Hallo? muss dann kurz Aufnahme beenden. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, willkommen zurück. Ja, sein Internet ist abgestürzt. Ich muss den bei Skype wieder annehmen. Einen Anruf. Ja. Das geht natürlich nicht im Vollbild. Jetzt bin ich wieder so schön im Fensterding. Also ich kann es hin und her verschieben, alles machen. Ist ein bisschen klein, aber naja. Musst du mit leben? Ein Hoch auf mein Internet. Ach nee, ein Niedrig auf mein Internet. Hm. Oder was auch immer. Auf eine niedrige Datenübertragungsrate. Ja, genau. So, Hologrammhammer. Ich bin... Wuhu. Creeper. Ey. Komm nicht zu nahe. Da kommt der wirklich... Böses Ding. Da kommt der wirklich nahe. Shit. Jetzt ist er weg. Boah, der ist ja schier. Jetzt merke ich nicht mehr, wenn es Nacht ist. Also hol dir mal ein Bett oder warte kurz. Wo bist du gerade? Gerade beim Clay Farm. Aha. Warte, ich habe gleich 2 Stacks und dann muss ich nur noch die Erde hier wieder hinsetzen und dann komme ich zu dir. Gut, wann können wir ins Bett gehen? For you.
Okay. Und ich mache dir noch schnell ein Bettchen aus meinen schönen Strings. Ja, du hast ja da die Flachs. Ja, Pflanzen. Ich hab da schon einiges rausbekommen. However, there are called. Statt dass ich einfach das Fansgate aufmache, stelle ich mich einfach auf diese Mailbox und ja. Er kommt denn da rüber über den World Encher? Hm? Kommt denn da über den World Encher drüber? Ist das ein Jungler oder? Ich probiere es mal. Ich. Aber müsste ja. Komm schon, warte. Komm. Ist halt nicht gerade leicht, mit 7 FPS zu springen, ja, ist es. Geht. Nimm doch einfach dein JPEG und flieg rüber. Hier, da kommt noch nicht drüber. Nö, aber also, ja, du kannst über den Zaun springen. Ja, ja. Ich hoffe, Mobs sind nicht so intelligent. Dazu müsstest du auch sprinten können. So, also. Geh schlafen. Wo denn? Ach, da. Ach, ein Doppelbett, wie niedlich. Frisch gemacht. Ups. Ich habe jetzt Night Vision und Speed. Auch geil. Gut. Hilfe, wie viele Partikeleffekte ich da habe. Naja, jetzt würde ich mir gern ein bisschen. Also, ich will mir insgesamt. Darf ich die Clayblöcke auch in Messeräder tun? Ja, das kannst du auch da rein tun, nur da ist schon etwas drin. Es sind beide besetzt, verdammt. Ja, da hinten kannst du rausnehmen. Aber da wird so wenig produziert von den Dingern. Sollte ich mir mal irgendwie auch so, wie heißen die Dinger? Auf jeden Fall bessere Engines anschaffen. Ja, meine ich ja. Wie heißen die ein bisschen besseren. Früher haben sie Steam Engines geheißen. Ja, warte, gib einfach Engine ein. Ja. Engine, hier, das sind die Stirling Engines. Stirling, gut. Weil früher. Sind ja nicht teuer, sind ja die Steindinger. Ja, ich weiß. Laufen mit Kohle und sind perfekt dafür. Ach ne. Okay, das macht gerade überhaupt nichts, aber. Komm. Ja, ich weiß, es ist zu wenig Energie drin. Also es ist viel Clay. Ja, 20 Blöcke halt. Gut. Was wollte ich. Oh, ich mache mich mal dran, ein oder zwei Stirling Engines zu craften, okay? Naja. Das hier, also Titanium wollte ich machen. Und zwar machten das ja. Wie gehabt im Industrial Blast Furnace, auch 128.000 EU. Das Titanium Dust, das macht nur Tiny Piles of Titanium Dust. Und das hier macht einen Industrial Electrolyzer. Habe ich den schon? Ich glaube noch nicht. Ah doch, geil. Also, oh, jetzt kann ich da. Titanium Dust. Warum geht dieser Tiny Pile, werden es einem nicht mal da angezeigt? Gut, also mit 8 Cells. Okay, ich muss einige Cells machen. Also muss das ganze 10 schmelzen. Was ich schon da hab. Da kriegen wir schön viel Titanium raus. Ich habe auch mal mit einem Freund Ultimate gespielt. Halt auch mit Cracktech. Und wir hatten keinen blassen Schimmer, wie man Titanium kriegt. Haben wir uns einfach immer gecheatet. Ey, wenn du einen Bogen haben willst. Wenn du einen Bogen haben willst, da draußen liegt einer vom Skelett. Ich habe sowieso keine Pfeile, also. Ich kann dir Pfeile geben. Und Pfeile liegen auch dabei. Ich will keine Pfeile. Ich will keine Pfeile, ich könnte jemanden verletzen. Halt nicht. Ja. Und hier müssen schon ziemlich vorsichtig sein. Zwölf und 8. Gut, das geht sich schon mal aus. Und, na, hier kommen die hin. Hier kommen 12 hin. Hast du irgendwo Glas? Na, musst du farmen. Ach, okay, der Electrolyzer sollte eigentlich auch einen 28 Euro per Tick bekommen. Glaube ich, oder? Na, ist ja gegangen. Na stimmt, das ist scheiße, das ist wirklich nur mit dem. Ach geil. Kann ich da mal alles weggeben? Okay, jetzt funktionieren mal alle Maschinen nicht. Muss kurz umbauen. Ein paar Goldkabeln, die ich erst craften muss. Aus dem Gold, das ich nicht habe. Und mir, glaube ich, geschmolzen habe da irgendwann.
Okay, geil. Ich verbinde nochmal das da. So. Muss mir das Gold schmelzen. Scheiße, ich habe nur Glowstone. Wo habe ich dieses Gold hingegeben? Ich hatte da noch. Weiß ich doch nicht. Hier ist das ganze Gold. So, 2 Stalling Engines. Ich nehme gleich noch ein bisschen Kohle mit, falls du was dagegen hast. Ja, ja. Coke. Weiß ich. Soll ich Coke nehmen für die Engines? Ja, sicher. Bringt der viermal, okay. Bringt der viermal so viel. Ich glaube auch, nee, auch in den Engines, ja auch. Ja. Nee, nur im Generator und Solid Fuel Box. Ah, egal. Ja, na, es steht so nicht dabei, aber ja. Steht ja auch bei Kohle nicht dabei und bei allem nicht dabei. Just hope. Doch, ich glaube schon, ist viel länger da. Ja, baue sie einfach oben drauf. Ja! God damn this legs. Okay. Geh mal oben eine rein. Ah ja, ich sollte vielleicht noch den Hebel umlegen. Ja, das sieht doch schon mal nach EU aus. Das sind zwei MJ. MJ. Ja, das. Jetzt ein Clay rein. Warte mal, kann ich eigentlich auch den Clay in Quartz Grindstone machen? Das gibt's ja nicht. Was denn? Was gibt's hier? Ich hab's nichts gesehen. Ihr habt alle nichts gesehen. Ach, ich hab's verschissen, meinen Jetpack irgendwie anzuziehen. Und fliegt da immer wieder runter, weil ich zu schnell drüber gehe. So. Ach, sie sind da schon wieder fertig, diese Viecher. Auch Idiotie muss man praktiziert haben. Ja. Irgendwie, ich züchte das so, diese Bienen die ganze Zeit. Also züchten, ja. Ich lasse sie mal, jetzt, ich lass sie mal genau durch. Ich dachte jetzt schon, du sagst, ich züchte dieses Sofa. Was? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich dachte, du sagst jetzt, ich züchte dieses Sofa. Das hatte ich nicht vorzusagen, also. Aber vielleicht ist es mir da ja was aus dem Mund gerutscht, aber. Hier ist der ganze Gummi. So. Ein paar Kabel. Und noch mehr Kabel. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Maschinen jetzt eigentlich alle die so viel Energie akzeptieren. Warte mal. Deswegen schließ es mal nur an den Industrial Electrolyzer an. Weil der kann nur 28 EU. Ist auch nur der. Alle anderen sind nur LV. Ja, Plate Bending auch? Ja, Plate Bending ist auch nur LV. Okay. Okay, in diesen. Hast du da schon Bauxit das reingegeben? Nö. Lol. Der macht schon irgendwas. Was macht der? Long, I don't macht know. Etwas Gefährliches, macht etwas Böses, ist das Superman? Aber er zieht viel Energie. Gut, dann gebe ich da jetzt einfach mal Bauxit rein. Ja, der zieht immer Energie, sobald er angeschlossen ist. Echt immer? Ja. Ist ja ein Dreck. Ja, ziemlich, ja. Aber er ist gleich fertig. Schauen wir mal, was rauskommt. Und die Spannung und steigt. Dum, dum, da! Jetzt. Ach. Eine Silikonzelle und eine. LOL, war noch Sand drin. Ja, da war noch was? Sand drin. Dann solltest du vielleicht noch mal ein paar ja, mehr na, Zelles reintun. Ja, stimmt, scheiße. Ja, nee, oh, er saugt immer eins ein und er saugt immer ein Set. Fuck, ein. Der! Zieht noch mal. So. Nein, lass es. Na, jetzt es. Nein, jetzt hat er ja das Bauzieht eingezogen. Aha! Okay, also hat er noch genug Zellen. Es ist wie beim Pulverizer. Immer das, was, wenn du eins reinlegst. Ah, ja, stimmt. Zieht er das ein, bevor es rauskommt. Und bei dem ist es genauso. Okay. Kannst boah, der zieht Energie. Ja, der zieht richtig. Okay, ja, ist noch ein paar Cokes. Ah, hier ist noch ein Stack. Ja. Gut, ich leg die da rein. So, einmal ordentlich hinein. Das zieht ja mal richtig Energie. Aha. Guck mal, wie schnell das geht immer noch so irre schnell runter. Das schafft er nicht mehr.
Der zieht viel zu viel Energie, als dass du das jetzt nachpowern könntest. Okay. Muss ich es abdrehen. Und jetzt schon so gut wie leer. Ja, ich habe ihn disconnected. Da muss mal wieder was reinkommen. Oder kann man dieses Ding abbauen, ohne dass es kaputt geht? Wahrscheinlich nicht. Welches? Ja, diese Dings. Aber ich mache mir jetzt mal eine normale French. Also ein paar Bronze. Warte kurz, welche braucht denn jetzt? Für Dingsens. Oder ich mache mir eine Omni-Wrench. Das bringt sich bei den IC2-Machines, die kannst du damit nur drehen. Nein, ich mache mir jetzt eine Omni-Wrench. Damit kannst du die IC2 aber nicht abbauen, ne? Doch. Echt? Ja, das weiß dann ich. Dann geht's nur an Unleashed nicht. So, zwei Diamanten der türkise Wolle. Ja, das mit der türkisen Wolle finde ich auch immer doof. Also, wieso gerade türkise Wolle? Wieso so eine okay, Farbe? Okay, Lapis und Grün. Das heißt Lapis und Kaktus. Hier ist Grün und Lapis ist hier irgendwo. Ah, ich habe zu viel Zeug. Rottenflash kommt weg. Du weißt, just for fun mache ich jetzt mal Options und den Foe of Craig Pro. Und dann gehe ich noch in den Radius des Beacons. Alter! Mach mal Craig Pro und geh innerhalb des Beacons. Wieso denn? Guck dir mal, wie das aussieht. Nein, gar nicht. Bin gerade zu beschäftigt. Doch, man macht so. Das ist richtig cool. Das ist richtig nice. So, das hier muss man alles Energie bekommen. So. Doch, komm mal bitte her und mach das mal. Das ist richtig nice. Ja, gerade. Gleich. Ich will mir nur mal diesen Indigo-Scheiß machen. So. Cyan. Ich hoffe, das ist das Richtige doch. Müsste sein, hier ein Stück Wolle. Dann das Färben. Nicht mit Bone Meal, sondern mit diesem Cyan-Dingens ins Scheiß. So, Cyan kommt zurück. Cyane Wolle habe ich. Gold habe ich auch. Das heißt, steht nichts im Wege. Zur Omni-Wrench Nummer 3. Lol. So. Alter, wie übertrieben das so, heißt. Doch, die kommen abbauen. Maschinen. Okay, dann geht das wie gesagt nur an die nicht. Kompressor, Plate Bending. Also die anderen können wirklich alle nur LV. Ja. Schade. Aber das hier kann auch mal abgebaut werden. Entweder der Server leckt so. Nein, leckt nicht. Ah, jetzt. Muss ein paar Mal draufhauen irgendwie. Ah, dann funktioniert's. So. Das ist in der Mitte. So cool. Ganz ehrlich, komm mal bitte her und mach das. Das ist so übertrieben. Du meinst auf Quake Pro? Ja. Juhu! Wow! Komm noch mit meiner Power Armor. Juhu! Wow! Ja. Wenn du dann noch innerhalb des Beacons bist, wo du dann nochmal einen Boost kriegst, das ist so übertrieben. Stimmt, ja. Juhu! Wow! Sieht ja nichts mehr. Ah, okay, es geht wieder, ich hab's zurückgeregelt. Juhu! Hallo. Okay, das ist echt. Vor allem, wenn man noch sprintet. Mit dem. Hast du den Industrializer jetzt? Electrolyzer jetzt? Ja. Weil die, ja, kommt die Claders brauchen. Die Claders brauchen ja nur 10.000. Und da hast du garantiert genug. Ich schließe den an die gleiche Verkabelung an wie den Dingsens da. Ja, kannst du dann auch gleich mal die Kabel daran setzen, weil. Obwohl, kann ich das selber machen. Obwohl, warte, ich. Zieht eigentlich der Blast Furnace immer? Nee, ich bin nicht. Ich trenne ihn einfach, weil bevor der mir da die ganze Energie connected, weg. Connecte noch nicht, ich brauche noch die Zellen. Ja, na, ist schon connected. Ja, okay, jetzt sollte auch keine. Na, der zieht nicht. Na, stimmt, der zieht ja nur, wenn eine schlechte Energieversorgung da ist. Das heißt, wenn weniger als 128 EU per Tick kommen, zieht der so viel. Also dann zieht er einfach und vernichtet alles, was er kriegt.
Das ist es. Auf jeden Fall, ja, das Zinn wollte ich schmelzen. Ach, der Ofen sitzt in der Mitte. Muss ich mir wieder merken. Plate. Okay, denkstens. Wir brauchen einige Zellen. Die Zellen sind das so teuer. Im normalen kriegen 16 Stück. Und hier kriegen 4 Stück pro 4 Ingots. Aber die geilsten sind ja, wie heißen die? Capsules, glaube ich. Kosten 3 Zinn und man kriegt ziemlich viele raus. Weiß nicht genau, wie sie heißen. Gerade. Hier doch Cans. Ja, Cans. Kriegen aus 3 Stück Zinn 12 Stück raus. Und sie können auch so viel speichern wie der Rest. Okay, also ich mache. Ja, aber für die Solarpanelherstellung, also braucht man ja leider ja. Cells. Ja, ich mache jetzt. Ich habe jetzt schon 12 Stück. Das heißt. Ach! Was ist da jetzt rausgekommen? Aluminium und Sodium. Was hast du da reingegeben? Lithium und. Ah, hast du schon ein Clay das reingegeben? Ja, hab ich. Aha. Ja, ja, mach mal jetzt lieber Titanium-Dingsens. Die Erdzell brauche ich aber noch. Hä? Das Aluminium? Die Erdzell brauche ich. Du kriegst da alles, was da drin war. Hast noch 2 mehr, wenigstens. Aber jetzt kommt mal Bauxit rein. So. Lass Bauxit drin. So, jetzt hast du nämlich schon 3 Silikonzellen mit nur 10.000 EU, ja? Mhm. Und 5 Zellen. Und du hast noch 2 Aluminium-Dust. Oh, verdammt, ich glaube, der sagt jetzt wieder gleich Insufficient Energy Line. Ja, fuck, schnell trennen. Weil wenn er das sagt, dann, fickt er einen. Ist schon wieder Nacht, gehen wir schlafen. Aber ich glaube, die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Dann legen wir uns leider. Jetzt. Dann machen wir die Folge aus, wenn wir im Bett liegen. Ja, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ciao. Leg dich rein. Ciao.